Jetzt hat es auch noch Daniel Hartwig 43 erwischt. Der Moderator führt gemeinsam mit Viktoria Swarovski 28 durch Let's Dance, doch dieses Jahr ist vieles anders. Da wöchentlich Profitänzer und Prominente positiv auf das Coronavirus getestet werden, herrscht reger Partnerwechsel. Am kommenden Freitag fällt zum Beispiel Kandidat René Kesseli, 25, aus, nachdem seine Tanzpartnerin Katrin Menzinger, 33, vorherige Woche pausieren musste, jetzt ist auch Daniel am Freitag nicht dabei. Wie RTL bestätigt, muss Daniel die fünfte Show der Tanzsendung vom Sofa aus verfolgen. Aufgrund eines positiven Corona-Tests muss sich der 43-Jährige in Quarantäne begeben. Doch die Sendung fällt dadurch nicht ins Wasser. Neben Viktoria soll am Freitag anstelle von Daniel jemand anderes moderieren. Wer für Daniel als Moderator einspringen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Nach den ersten Ausfällen bei Let's Dance diskutierten Fans darüber, ob RTL an der diesjährigen Staffel überhaupt noch festhalten kann. In einer Promiflash-Umfrage stimmten von insgesamt 7.598 Lesern ganze 66,4% dafür, dass die aktuelle Staffel abgebrochen werden sollte. Let's Dance sei durch die Ausfälle und die damit verursachten Partnerwechsel einfach nicht mehr fair.